Hi, ich bin Lukas von Team Naturbummler. Herzlich willkommen zu unserem Installationsvideo von der Alukraftkiste. Wir zeigen euch heute, wie ihr relativ easy die Alukraftkiste aufs Auto bekommt und ihr sie in ein paar Minuten noch aufbauen könnt. Da die Alukraftkiste um die 80 Kilo wiegt, solltet ihr mit mindestens zwei starken Personen die Alukraftkiste aufs Auto heben. Ready, Chris? Bevor ihr das Dachset festschraubt, achtet darauf, dass ihr es mittig ausrichtet. Ihr könnt es nach vorne schieben, nach hinten schieben und hinten einmal den Kofferraum ausmachen und das Dachset so positionieren, dass ihr den Kofferraum auch gut aufbekommt. So, ihr habt einen schwarzen Beutel bei der Alukraftkiste dabei. Da sind einmal viermal ein Verbindungsstück. Ihr habt insgesamt 8 Muttern und ihr habt insgesamt 8 Schrauben mit so einer Einschiebvorrichtung. Plus ihr habt ein 13er Eisen. Und ihr habt viermal eine Schutzkappe für die Dachträger unten. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Dachzelt, nachdem ihr es auf das Auto gebracht habt, wie man es jetzt zusammenschraubt. Das ist eigentlich sehr, sehr easy. So, ihr braucht jetzt pro Seite insgesamt 4 Seiten. Ihr braucht jeweils ein Verbindungsstück. Ihr braucht 2 Muttern. Ihr braucht 2 Schrauben mit der Einschiebschiene, ein 13er und einmal so eine Schutzvorrichtung. So, im ersten Schritt nehmt ihr die Schraube mit der Schiene bzw. beide Schrauben. Schiebt ihr hier vorne rein, hintereinander, bis ihr quasi an den Dachträger angelangt. Seid ihr am Dachträger angelangt, muss die Alukraftkiste angehoben werden. Das macht ihr am besten zu zweit. So, und eine Schraube zieht ihr dann auf die andere Seite. So, so im nächsten Schritt nehmt ihr das Verbindungsstück, steckt das hier unten rein, so dass beide Schrauben reinpassen, drückt es nach oben und schraubt ganz leicht die Muttern rein, so dass sie halten. Das macht ihr auf beiden Seiten. So, sobald die Muttern drauf sind, nehmt ihr den 13er und schraubt die Schrauben rein, bis das Verbindungsstück oben ankommt und einen kleinen Druck auch aufweist. Aber Achtung, nicht zu stark aufschrauben. Das Ganze macht ihr auf allen 4 Seiten und dann ist das Dachzelt auch schon ready aufgebaut und es kann losgehen. Für die Schienen haben wir jeweils eine Windschutzkappe. Um Windgeräusche zu vermeiden, könnt ihr die einfach vorne hier reinstecken. So, nachdem ihr geschafft habt, das Dachzelt aufs Auto drauf zu installieren, werden wir es jetzt mal öffnen. So, dafür die 2 Schnallen hier vorne zuerst öffnen, aber noch nicht hochheben. Dafür einfach nur runterdrücken, seitlich nach vorne schieben und das auf beiden Seiten einmal. Das geht super easy. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal hinten. Und hinten macht ihr nochmal genau das gleiche. Die Metallschnallen sind auf und jetzt gebt dem Ding einfach nur einen kleinen Stups nach oben. Und das Dachzelt öffnet sich von selbst. Im nächsten Schritt nehmt ihr die Leiter, die beigefügt ist, und hakt die hier oben ein. Seite könnt ihr euch aussuchen. Ich habe jetzt diese Seite hier ausgesucht. Hier vorne mit den Haken einmal oben rein. Und dann die Leiter runterziehen, bis es Klick macht. So, und dann nur darauf achten, wenn ihr die Leiter installiert habt, dass es nicht zu sehr nach vorne geht. Es soll nicht wie eine Brücke sein, sondern es soll so schön relativ leicht senkrecht nach unten gehen, dass ihr entspannt hoch und runter kommt und die Leiter nicht zu sehr belastet. Bei der Alukraftkiste ist noch eine extrem coole Schuhbag dabei. Die dient dazu, die Schuhe reinzutun, damit man dreckige Schuhe nicht ins Dachzelt mitnimmt. Die könnt ihr auch in das Dachzelt quasi befestigen. Dazu nehmt ihr ein Ende und müsst es in so eine kleine versteckte Schiene hier reinschieben. Die sieht man erst nicht, aber die ist hier ganz außen. Das geht hier rein und dann einfach nur reinschieben. Zack, dann habt ihr die Schuhbag hier, könnt die Schuhe reintun, super entspannt. Bei jeder Alukraftkiste ist so ein Gummiband dabei. Das hat eine sehr praktische Anwendung und zwar beim Schließen zieht sich der Stoff besser zusammen. Wenn ihr es aber ausfahrt, könnt ihr das Gummiband nehmen und einfach ganz easy hier nach unten stülpen, bis ihr es quasi einmal hier in diese Kuhlungen reingebracht habt und das macht ihr auf jeder Seite. Um die Markisenstäbe zu befestigen, um eine schöne Markise zu haben, macht ihr folgendes. Ihr nehmt den Markisenstab heraus, das Ende hier mit dem Gummi vorne drauf, steckt ihr in das Loch hier oben einmal rein. So, hier ist ein kleines Loch. Das heißt, ihr schiebt das Ende der Markise durch das vordere und das hintere Loch durch,
damit sie auch gut hält. Und jetzt habt ihr hier eine wunderbare Markise, die euch vor Regen und auch Sonne im Dachzelt schützt. Jetzt, wo das Dachzelt fertig aufgebaut ist, was super easy ging, könnt ihr euch zurücklehnen und euch entspannen. So, kommen wir zum Abbau. Als ersten Schritt empfiehlt es sich immer zuerst, die Leiter abzunehmen, zusammenzubauen und wieder in die beigelegte Bag zu legen. So, ihr sichert die einmal hier mit dem Klettverschluss, dass nichts passiert. Könnt ihr jetzt seitlich easy packen und dann hier einfach in die beigelegte Bag legen. Und die Leiter könnt ihr entweder im Kofferraum verstauen oder ihr legt die wieder ins Dachzelt rein. Ich werde die jetzt persönlich wieder ins Dachzelt reinlegen. So, als nächstes machen wir wieder die Markisenstäbe raus. Dafür hier den Stab runterdrücken, wie es verläuft, und seitlich wieder ganz langsam raustun. So. Könnt ihr die Markisenstäbe wieder in die beigelegte Tasche einfügen und dann wieder, wie ihr wollt, entweder ins Auto reinlegen oder oben ins Dachzelt. Ich mache es wieder oben ins Dachzelt rein. Und wenn ihr Bettzeug habt oder Kissen oder sonstiges, dann könnt ihr die auch im Dachzelt drin lassen. Platz ist genug da. So, als nächsten Schritt nehmen wir das Gummiband hier und legen es wieder oberhalb des Zeltstoffes. Das heißt, einfach an jeder Seite einmal hier hoch tun. Geht relativ easy. So, das machen wir auf allen Seiten. Zack. So, das Dachzelt ist ready zum Runterklappen. Was ihr macht, ihr nehmt diesen hinteren, längeren Bändel und zieht den einmal runter. Dafür braucht man gar nicht so viel Kraft, das ist eigentlich relativ easy. So, jetzt habt ihr es runtergezogen und jetzt müsst ihr es auf allen Seiten kurz reinstopfen, den Zeltstoff. Das geht sehr, sehr schnell. So, das machen wir auf allen Seiten kurz. Wir haken die Metallschnallen jetzt ein, aber machen die noch nicht zu. Und das machen wir auf allen beiden Seiten. Schaut nochmal, ob der ganze Stoff an der Seite auch wirklich im Dachzelt drin ist. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr die Metallschnallen nehmen und zumachen. So, das war das Installationsvideo von unserer Alukraftkiste. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse hier unten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß mit eurem Dachzelt.